Freitag, der 7. Dezember, eine weitere Woche ist geschafft und ich begrüße Sie recht herzlich zum Regionalmagazin so kurz vor dem Wochenende. Das sind unsere Themen in der heutigen Sendung. Aufruf! Freizeitzentrum Future braucht Ihre Unterstützung. Ankündigung! Weihnachtsmarkt in der Innenstadt lädt zum Bummeln ein. Und Adventszeit. Unsere Impressionen vom Weihnachtsmarkt in Bad Salzelmen. Und unser erster Beitrag führt uns auf den Weihnachtsmarkt hier in der Innenstadt. Heute um 14 Uhr hat er geöffnet und Christian Kolbe hat sich dort bereits einmal umgeschaut. Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Zuschauer im Elbe-Kanal. Diesmal mit einem Live-Bericht direkt vom Weihnachtsmarkt in Schönebeck. Dieser hat nun am heutigen Freitag seit 14 Uhr geöffnet. Sie haben die Möglichkeit, das Ganze noch bis zum Sonntag zu besuchen. Also sprich, der Samstag und Sonntag bietet Ihnen noch zahlreiche Möglichkeiten, die einzelnen Stände hier auf dem Weihnachtsmarkt zu besuchen. Einen kleinen Einblick möchten wir Ihnen heute schon geben. Wir gucken einfach mal ganz kurz ringsrum und los geht's. Natürlich mit dabei viele Buden, wo es was zu essen und zu trinken gibt. Angefangen von, wir gucken mal rüber, Pommes, über Currywurst, Bratwurst. Natürlich auch die Grillakademie aus Magdeburg ist dies Jahr wieder mit dabei. Wir gucken einfach mal ein Stück weiter. Hier zu sehen der Grillbahnhof mit der Grillakademie-Look. Auch dies Jahr wieder mit dabei. Also auch da gibt es Leckeres dann von der Grillung. Natürlich am heutigen Freitag, kurz nach der Eröffnung, das Wetter nicht allzu schön. Das Wochenende verspricht ein bisschen Besserung, also hoffen wir auf das Beste. Hier gibt es was Leckeres für den süßen Zahn, gebrannte Mandeln, Herzen, also auch das ist jedenfalls dabei. Ja, wenn wir jetzt hier zum Schluss noch einmal den Blick über den restlichen Markt schweifen lassen, entdecken wir natürlich auch viele Stände, wo es etwas für die Weihnachtsdekoration gibt, aber auch wieder weitere Glühweinstände. Ein Karussell, eine Eisenbahn für die Kinder ist mit dabei und natürlich auch eine Losbude. Also vieles, vieles wird in diesem Jahr hier geboten für die Weihnachtsmarktbesucher 2018 auf dem Marktplatz hier in Schönebeck. Nutzen Sie die Gelegenheit, nutzen Sie das Angebot der Schausteller, aber auch der Stadt Schönebeck, hier am Wochenende einfach mal vorbeizukommen. Es sollte natürlich ebenfalls auch für die Kleinen und Großen etwas mit dabei sein. Also entdecken Sie einfach, was hier so mit dabei ist. Ansonsten bleibt mir nur noch Ihnen einen wunderschönen zweiten Advent zu wünschen. Mehr Informationen zum Weihnachtsmarkt sehen Sie dann bei uns in den kommenden Ausgaben des Regionalmagazines. Also ein schönes Wochenende und einen schönen zweiten Advent. Das also die ersten Bilder vom Weihnachtsmarkt. Und wenn Sie jetzt noch einmal wissen wollen, wann was genau dort passiert, haben wir jetzt noch einmal die Information für Sie. Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz der Altstadt lädt vom 7. bis 9. Dezember groß und klein ein. Der Markt öffnet am Freitag und am Samstag jeweils von 14 bis 22 Uhr. Am Sonntag kann man dann von 14 bis 18 Uhr bei weihnachtlichen Speisen und Getränken verweilen. Die kleinsten Besucher können sich auf Kinderkarussell, Kindereisenbahn und den Besuch des Weihnachtsmanns freuen. Bei Live-Musik und Weihnachtsparty können die Besucher ein besinnliches Wochenende erleben. Und ein Weihnachtsmarkt, der bereits am vergangenen Wochenende stattfand, ist der in Bad Salzelmen. Wir wollen Ihnen diese Impression nicht vorenthalten, denn auch dort wurde allerhand für Jung und Alt geboten. Am vergangenen Wochenende verwandelte sich der Marktplatz in Bad Salzelmen in eine zauberhafte Weihnachtslandschaft. Der Förderverein Salzlandmuseum e.V. hatte am 1. und 2. Dezember für Jung und Alt ein Programm zusammengestellt, das viele Besucher anlockte. Während sich die Erwachsenen am Glühwein- und Bratwurststand aufhielten, konnten die kleinen Besucher sich auf der Eisenbahn vergnügen oder den Weihnachtsmann besuchen. Auch das Wetter spielte mit und zog viele Schönebäcker und Schönebäckerinnen nach Bad Salzelmen auf den Marktplatz. Für das kommende Jahr plant der Förderverein ebenfalls einen Weihnachtsmarkt, der mit bunten Lichtern und schöner Musik die Weihnachtszeit einläuten soll. Am morgigen 8. Dezember um 11 Uhr ist es soweit, denn dann findet die Rewe Weihnachtswette statt. Das Freizeitzentrum Future braucht Ihre Unterstützung. Und warum, das erfahren Sie jetzt.
Aus dem Rewe-Markt hier in Schönebeck an der Friedrichstraße, sehr geehrte Zuschauer, melde ich mich zusammen mit Vertretern des Jugendclub, Freizeitzentrum Future und natürlich Mitarbeiterinnen des Rewe-Marktes hier, denn ihre Hilfe ist gefragt, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn am 8. Dezember, genau um 11 Uhr, ist es soweit. Sie müssen sich auf den Weg machen hier zum Rewe-Markt. Denn es geht wieder um die Weihnachtswette des Jahres 2018. Was verbirgt sich dahinter? Wie jedes Jahr wettet der Freizeitzentrum Future, dass es nicht gelingt, mehr als in den letzten Jahren 50 Personen herzulocken. Dieses Jahr wollen wir das Ganze steigern. 100 Leute sind gesucht, Männlein, Weiblein, groß, klein, dick, dünn, mit. Und jetzt kommt's, einer Weihnachtsmütze, richtig? Genau, es muss eine Weihnachtsmütze aufgesetzt sein und es wird ein Lied gesungen, und zwar Klingglöckchen, Klingelingeling. Wenn uns das gelingt, sehr geehrte Zuschauer, ich bin stellvertretend für die Wettannahme, also wir müssen das schaffen. Wenn uns das gelingt, dann gibt es auch ein bisschen Geld für den Jugendclub. Dafür zeichnet sich dann Rewe verantwortlich. Also ich denke mal, das ist kein Problem. Wir schaffen das, mehr als 100 Leute hier am 8.12. pünktlich um 11 Uhr auf dem Parkplatz zusammenzuholen. Also Mütze schnappen, Nachbarn schnappen, auch das eine kleine Bäumchen beim Nachbarn einfach mitnehmen. Das singende, klingende Bäumchen klingt dann auch hier zur Weihnachtsmelodie. Also auf geht's. Wir hoffen, wir sehen uns dann am 8.12. um 11 Uhr hier auf dem Parkplatz bei Rewe. Wir schaffen das. Jawohl. Weihnachtlich geht es auch bei unseren Kurznachrichten weiter, denn die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie lud zu einem Weihnachtskonzert ein. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Am Nikolaustag baten Vertreter des Betriebsrates der Erdgas Mittelsachsen GmbH in den Räumen der Tafel der Arbeiterwohlfahrt in der Saalestadt zur großen Bescherung. Die Arbeitnehmervertretung des regionalen Energieversorgers hatte in den zurückliegenden Wochen die Belegschaft aufgerufen, für Menschen, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, zu spenden. Das hat bei der EMS in der Vorweihnachtszeit seit vielen Jahren Tradition. Rund 80 Personen besuchten das diesjährige Weihnachtskonzert in der Aula des Friedrich-Schiller-Gymnasiums, welches von der Stadt Kalbe mit Unterstützung der Erdgas Mittelsachsen GmbH organisiert wurde. Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie unter Leitung des Chefdirigenten Gerald Oskamp bot den Gästen 1,5 Stunden hervorragende klassische Klänge und stimmte dabei auch auf eine besinnliche Vorweihnachtszeit ein. Die mittlerweile traditionsreiche Auszeichnung der ehrenamtlichen Seniorenarbeit fand am vergangenen Montag im Haus Luise in Schönebeck statt. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch und die Vorsitzende des Stadtseniorenrates Ilona Luther ehrten die zahlreichen Damen und Herren, die ansonsten ihre tägliche Arbeit vor Ort bei den Menschen und nicht im Lichte der Öffentlichkeit tun. Geehrt wurden Herr Werner Grundmann, welcher seit vielen Jahren ehrenamtliches Mitglied des Schönebecker Stadtrates ist, Frau Ingrid Frank, welche sich seit 1996 als Gymnastikübungsleiterin im Auftrag des SV Pädagogik engagiert, Frau Hannelore Günther ist seit vielen Jahren aktives Mitglied der Sportgruppe WSG Einheit Schönebeck e.V., Frau Renate Pitschke, welche seit 2016 Vorsitzende der Volkssolidarität in der Mitgliedergruppe Lutherstraße ist, Frau Regine Rother, welche innerhalb des Bahnsozialwerkes eine würdevolle ehrenamtliche Arbeit leistet, Frau Birgit Ritter, welche seit 2008 mehrmals wöchentlich in den Projekten des Mehrgenerationshauses Schönebeck und dem Kinder- und Jugendbüro Piranha vom Rückenwind Schönebeck tätig ist, Frau Helga Fischer, welche im Haus Elisabeth als Helferin der Ergotherapie tätig ist, ebenso engagiert sich Frau Helge Tanke im Haus Elisabeth, aber hilft auch in der Sportgruppe in Frohse. Sportlich engagiert sich auch der Herr Klaus-Dieter Bayer seit 20 Jahren im Seniorensport. Auch die Sportfreundin Silvili Bartlock leitet eine Seniorensportgruppe der AWO. Herr Erwin Garant, welcher als zuverlässiger Gruppenleiter der Selbsthilfegruppe Herz-Kreislauf tätig ist. Und Frau Ilona Luther, welche bereits seit vielen Jahren Vorsitzende des Stadtseniorenrates von Schönebeck ist. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch führt seine nächste Bürgersprechstunde in seinem Dienstzimmer 205 am 11. Dezember 2018 von 9 bis 12.30 Uhr und 15 bis 17 Uhr im Rathaus durch.
Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ins Rathaus zu kommen und dem Oberbürgermeister ihre Fragen, Probleme, Kritiken und Hinweise im persönlichen Gespräch vorzutragen. Persönliche Anmeldungen oder Termine können in der Bürgersprechstunde nicht vereinbart werden. Es wird um Verständnis gebeten, dass mit gewissen Wartezeiten gerechnet werden muss. Am Montag, dem 10. Dezember 2018, bietet die CDU-Stadtratsfraktion Schönebeck eine öffentliche Bürgersprechstunde in den Räumlichkeiten des CDU-Büros am Markt 15 in Schönebeck an. Von 17 bis 18 Uhr haben die Einwohner der Stadt die Möglichkeit, ihre Anliegen oder Fragen an die CDU-Stadträte heranzutragen. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Voranmeldung unter 0170 20 11 065 oder cdu-sbk@gmail gebeten. Das Land Sachsen-Anhalt ruft alle jungen Menschen bis 21 Jahre aus Sachsen-Anhalt auf, sich am Wettbewerb zum 22. Kinder- und Jugendkulturpreis 2019 zu beteiligen. Mit dem Preis würdigt das Land Sachsen-Anhalt herausragende kulturelle Leistungen und künstlerische Werke von Kindern und Jugendlichen. 2019 steht der Kinder- und Jugendkulturpreis unter dem Motto Aufbruch, modern denken. Die Beiträge mit ausgefülltem Anmeldeformular können bis einschließlich 1. April 2019 an folgende Adresse gesendet werden: Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. in der Brandenburger Straße 9 in 39104 Magdeburg. Aufgrund von Pflasterpflegearbeiten erfolgt am 10. Dezember im Bereich Salzer Markt und am 11. Dezember im Bereich Schönebecker Markt das Aufbringen von Splitt. Der Rollsplitt kommt bei Straßenerhaltungsmaßnahmen zum Einsatz und bleibt für ca. 2 Wochen liegen. Es wird um Beachtung, Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme gebeten. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu einer Gesamtsperrung des Verkehrs auf dem Marktplatz in Schönebeck. Verkehrssicherungsmaßnahmen werden vom 6. bis 10. Dezember zwischen Breiteweg und Nikolaistraße vorgenommen. Grund hierfür ist ein lokaler Weihnachtsmarkt. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Das also die Kurznachrichten aus der Region. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder für Sie da, also bleiben Sie dran. Bäckerei Schwarz, seit 120 Jahren Ihr Bäcker aus der Region. Jetzt zur Vorweihnachtszeit in all unseren Filialen. Makronen, Dominosteine, Anisplätzchen und natürlich auch in diesem Jahr unsere preisgekrönten und mit der Goldmedaille ausgezeichneten Stollen. Entdecken auch Sie unser weihnachtliches Angebot. Bäckerei Schwarz. Wir backen, Sie genießen. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten.
Die Fleischerei Brinkmann in Altfrose erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Gemütlich wird es in der neu gestalteten Imbissecke. Genießen Sie Soljanka oder Schnitzel frisch zubereitet direkt vor Ort. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Auch wenn es noch nicht so aussieht, aber bald ist Weihnachtszeit. Und die aktuellen Neuheiten von Formano, Villeroy und Boch, Hutschenreuther und Göbel sind eingetroffen. Schöne Figuren zum Verschenken. Auch Sammlerstücke wie die Jahresglocken von Hutschenreuther sowie die Jahresengel von Göbel lassen jedes Herz höher schlagen. Eine große Auswahl weihnachtlicher Kerzen, Servietten und Tassen für eine festliche Tafel runden unsere Angebotspalette ab. Unser Service für Sie, kostenlose und liebevolle Verpackung Ihrer Geschenke. Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von unserer weihnachtlichen Dekoration und den vielen Weihnachtsartikeln verzaubern. Kills, Ambiente für Tisch und Küche. Ihr Ansprechpartner, wenn es um Überraschungen geht. Tradition, die sich bewährt. Die Fleischerei Reiske in Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Die Angebote in dieser Woche: Kassler Nacken, 100 Gramm zu 65 Cent, Schweinefilet, 100 Gramm zu 1 Euro, Schnitzelfleisch, 100 Gramm zu 77 Cent und Hausmacher Leberwurst, 100 Gramm zu 80 Cent. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Förderstedt, Stassfurt, Brumby oder Güsten, besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zum Regionalmagazin heute am Freitag, den 7. Dezember. Wir wollen Ihnen jetzt eine weitere Folge von Gewohnt anders präsentieren. Diesmal sucht ein junger Mann eine Wohnung in der Innenstadt.
Anna Breitkoff, Maklerin der Städtischen Wohnungsbau GmbH aus Schönebeck, ist auf dem Weg in die Innenstadt. Die an der Elbe gelegene Salzstadt liegt vor den Toren der Landeshauptstadt Magdeburg und ist ein attraktiver Wohnort für Jung und Alt. Ich treffe mich jetzt gleich mit dem Herrn Jens Schneider. Herr Schneider möchte nach Schönebeck ziehen und sucht eine Wohnung in Innenstadtlage mit ca. 70 Quadratmeter. Und da habe ich jetzt einfach mal eine Wohnung hier im Salztor 3 rausgesucht. Interessent Jens Schneider kommt aus Magdeburg und freut sich auf Schönebeck. Insbesondere die Nähe zur Elbe bereitet ihm großes Gefallen, denn seine Lieblingsmotive als Hobbyfotograf sind Flüsse und Brückenbauwerke. Seine Budgetvorgabe für eine Wohnung? 500 Euro. Ja, also ich suche hier eine Wohnung in Schönebeck, da ich ab Mai eine neue Arbeit hier beginne. Und ich treffe mich gleich mit der Maklerin und möchte mal gucken, was mir angeboten wird. Hallo, Schneider mein Name. Reitkopf, hallo Herr Schneider, schön, dass es geklappt hat. Wir wollten uns ja heute eine Wohnung in der Innenstadt angucken. Ja, ich sehe auch, es ist sehr zentral, ja. Genau, hinter uns direkt ist der Markt, Rathaus, Café, Friseur, alles, was Sie gerne hätten. Vor uns liegt dann auch noch eine kleine Einkaufsstraße. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal die Wohnung an. Sehr schön. Die großzügige Zweiraumwohnung wurde vor kurzem modernisiert und bietet knapp 75 Quadratmeter Wohnfläche. Der Mietpreis beträgt 539 Euro. So, dann kommen Sie mal rein in die gute Stube. Hier vorne links haben wir gleich das Wohnzimmer. Treten Sie ruhig rein. Oh ja, das ist schön geräumig, ja? Genau, schön geräumig. Sie können es ja auch ein bisschen teilen. Ja, noch eine Essecke, beziehungsweise, ich weiß nicht, haben Sie irgendein spezielles Hobby? Ja, ich fotografiere halt Schiffe und Flüsse, Wasser, alles, was damit zu tun hat. Das ist ja dann hier die ideale Lage, genau. Dann können Sie ja hier auch eine kleine Fotoecke einrichten. Genau, das war auch das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich halt diese Aufteilung gesehen habe, das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Ja, wie gesagt, also schöner großer Raum für Ihr Hobby wäre es ja dann ideal. Da könnten Sie ja hier zum Beispiel dann ein Arbeitszimmer einrichten, genau. Können auch gerne mal rausgucken. Da sehen Sie dann tatsächlich, wie schön ruhig das hier ist. Fahren keine Autos lang. Ja, mitten in der City, wie ich sehe, ja. Richtig. Haben alles vor der Tür, was Sie brauchen zum Leben. Ja, also wir haben uns jetzt den ersten Raum angeguckt und alleine schon diese Aufteilung in zwei Räumen, das ist sehr gut, passt zu meinem Hobby. Und hier könnte ich auch so ein kleines, ich sage mal, Arbeitszimmer einrichten. Und da passt die Lage schon sehr gut. Wunderschönes, großes Badezimmer, genau. Badewanne gleich mit Duschabtrennung, also Baden und Duschen möglich. Ja, schöner, gemütlicher Abend in der Badewanne beim Gläschen Wein. Oder auch mal zu zweit. Ja. Waschmaschinenanschluss ist auch vorhanden. Genug Platz für einen Trockner ist auch. Das Badezimmer scheint ja schon mal zu gefallen. Immerhin ist es schön hell. Ein unschlagbares Verkaufsargument bei der Wohnungsvermietung. Wir haben hier ein sehr schönes, großes Bad, welches auch ringsherum gefliest ist. Wir haben eine Badewanne mit Duschabtrennung, dass ich sowohl duschen als auch baden kann. Waschmaschinenanschluss ist vorhanden und es ist auch ausreichend Platz für Waschmaschine und Trockner. Ja, also das ist wirklich ein sehr schönes, großes Bad, sehe ich. Ja? Und ja. Badewanne ist sowieso, finde ich, besser, also ich persönlich besser als Dusche. Sieht auch ganz gut aus alles. Ja, man hat ja auch die Möglichkeit, beides zu machen. Genau. Bei einer Dusche kann ich leider nicht baden. Und hier ist ja auch noch ein Vorhang mit davor, zumindest so ein Genau, Schienenteil, die Duschabtrennung. Genau, genau die richtig. Duschabtrennung. Okay. Dann einmal bitte nach hinten links. Ja. Das wäre dann das Schlafzimmer. Ist auch ziemlich geräumig, ja. Ja, Schlafzimmer ist sehr schön groß. Sie haben ausreichend Platz für ein großes Bett, genauso wie für einen schönen großen Kleiderschrank. Wir haben sehr viel Licht hier drin. Ja, ich sehe schon zwei Fenster, ja. Also das ist wirklich genau. Schönes Tageslicht. Sehr angenehm. Bietet alles, denke ich, was ein Schlafzimmer bieten muss. Genau. Und die Aussicht ist auch nach vorne auf den Markt, ja. Genau. So weit, so gut. Aber ein produktives Zimmer fehlt ja noch, die Küche. Ob auch hier die Maklerin der SWB, Anna Breitkoff, bei Herrn Schneider punkten kann? So, und dann last but not least, unsere schöne, riesengroße Kreativwerkstatt, die Küche. Also groß ist sie wirklich, ja? Wunderschön groß. Wunderschön groß. Ich bin nicht so der Kocher. Okay. Weil ich bin eher so der Fertigessenholer oder ich gehe halt in Restaurants und so kochen, nicht so mein Ding. Aber man kann ja auch hier sitzen, man kann das ja auch als Raum gestalten. Man kann das Kochen ja aber auch lernen, wenn es dann die Herzensdame gibt. Ja, genau, das wäre eine Möglichkeit. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder die Dame kocht dann. Oder so, genau. Ich glaube, der Herr Schneider ist schon positiv angetan von der Wohnung. Leider lag ich, was die Küche angeht, jetzt nicht ganz so richtig. Viele Interessenten wollen gerne immer eine sehr schöne, große, helle Küche haben. Er hätte den Platz, glaube ich, lieber für sein Hobby gehabt als Arbeitszimmer, aber wir haben ja Gott sei Dank die Möglichkeit, dass er Restaurants in der Nähe hat oder sich auch Essen bestellen und liefern lassen kann.
Von daher dürfte das, denke ich, kein Problem sein. Und im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Wohnung ihn überzeugt hat und dass er sich auch für diese entscheiden wird. Dann hat sie mir nochmal versucht, auch ein bisschen die Küche schmackhaft zu reden. Ich selber bin, kochen ist nicht so mein Ding, ja. Aber hat sie dann auch gleich darauf reagiert und meinte, dass halt in der Nähe sehr viele Restaurants sind. Ja, und ist ja auch in der Stadt mittendrin und das wird schon. Ja, natürlich schön erstmal alle Zeichen so. Jetzt kommen wir natürlich zu einem sehr wichtigen Punkt, wenn nicht sogar dem wichtigsten, und zwar das Budget. Oh ja, das liebe nette Geld. Ja, also wir haben hier eine Zweiraumwohnung direkt in der Innenstadt mit ca. 75 Quadratmetern und liegen hier bei einer Gesamtmiete von 540 Euro. Lediglich Strom käme noch dazu. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ja, so jetzt natürlich zu meiner finalen Abschlussfrage. Wie sieht es denn aus mit der Wohnung? Gefällt es Ihnen? Habe ich Ihren Geschmack getroffen? Oder? Ja, also die Wohnung gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja. Und ich denke, wir kommen da ins Geschäft. Prima, freut mich. Per Handschlag zur neuen Wohnung. So einfach kann es gehen. Und nachdem alle notwendigen Unterlagen unterzeichnet waren, konnte Hobbyfotograf Jens Schneider schon 2 Wochen später seinen Einzug feiern. Momentan produzieren wir weiter fleißig neue Folgen, die wir Ihnen dann im kommenden Jahr präsentieren wollen. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Medium der Woche. Die Bravo Hits 2018 stand zur Verlosung und ich sage herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt ihren Namen unten eingeblendet sehen. Ihre CD wartet dann ab Montag hier in der Bahnhofstraße 5 auf Sie. Und eine neue CD steht schon in den Startlöchern. Was das ist, das sehen Sie jetzt. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Top-Jahr 2018. Die ultimative Chartshow Hits 2018. Auf 2 randvollen CDs versammelt der Sampler alles, was im vergangenen Jahr in den Charts einen Rang und Namen hatte. Mit dabei sind Songs von Alvaro Soler, Rudy Mantel, Namika, Helene Fischer, Revolverheld und vielen mehr. Im Auge des Sturms, da steh ich dir bei, bin an deiner Seite bis ans Ende der Zeit. Newcomer, Stars, Legenden und Geheimtipps. Dieser Sampler hat sie alle. Hier ist die ultimative Chartshow Hits 2018. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Man merkt, dass sich das Jahr dem Ende entgegenneigt, denn zahlreiche CDs präsentieren ihre Best-of-Hits, so also auch die ultimative Chartshow. Diese CD also dann ab kommender Woche hier zu gewinnen. Bei uns geht's weiter mit aktuellen Veranstaltungen. Unter anderem lädt das Landespolizeiorchester zu einem Weihnachtskonzert ein. Der Frauenchor Concordia lädt wie jedes Jahr zum Adventssingen ein. Dieses musikalische Erlebnis findet am Samstag, den 8. Dezember 2018 um 15 Uhr in der Kirche in Elbenau statt. Neben dem Frauenchor aus Elbenau wollen auch der gemischte Chor Gommern, die Sweet Sisters aus Pritzin und Kinder aus der Waldschule Elbenau mit weihnachtlicher Musik erfreuen. Im Anschluss können Sie bei netten Gesprächen Glühwein, Tee und Grillwürstchen genießen.
Am 9. Dezember geht das Familienmusical Die Schatzinsel um 15 Uhr in Schönebeck vor Anker. Mit der 100-minütigen Show lädt die Fairytale Factory zu einem unvergesslichen Abenteuernachmittag ein. Karten für diese Veranstaltung sind ab sofort unter www.eventim.de sowie in den Schönebecker Stadtinformationen am Markt und am Soleturm erhältlich. Am Veranstaltungstag gibt es außerdem eine Tageskasse. Für Kinder von 5 bis 12 Jahren gibt es eine Ermäßigung. Kinder unter 5 Jahren haben freien Eintritt. Weihnachtswuchteln? Kann man die essen? In diesem Fall nicht. Als Wuchtel bezeichnet man in Wien lustige Geschichten. Und die schon bekannten, aber etwas verpeilten Wiener Engel Katharina Kutil und Alexander Klinger präsentieren diese mit Gesang und Humor. Karten für die Veranstaltung am 14. Dezember gibt es ab sofort in den beiden Schönebecker Stadtinformationen zu erwerben. Weitere Informationen erhalten Sie auch telefonisch unter 03928 70 55 55. Der weihnachtliche Biererberg lädt am 16. Dezember ab 14 Uhr zum Verweilen ein. Mit einem schönen weihnachtlichen Programm und einer Feuershow wird es nicht langweilig. Für einen Imbiss, Heißgetränke und weihnachtliche Süßwaren ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Die Weihnachtsmärkte sind eröffnet, das erste Lichtlein wird bald angezündet. Da in der Vorweihnachtszeit gerne Traditionen wie diese gepflegt werden, lässt auch das Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt sein traditionelles vorweihnachtliches Konzert im Solopark Schönebeck-Bad Salzelmen ankündigen. Karten für das weihnachtliche Konzert am 16. Dezember um 16 Uhr sind in den Stadtinformationen am Markt und am Soleturm sowie telefonisch unter 03928 70 55 55 und an der Tageskasse erhältlich. Der Shantychor lädt am 22. Dezember zu einem Weihnachtskonzert in den Dr. Thulberg-Saal. Ab 14 Uhr erwartet die Besucher sowohl traditioneller Shanty als auch besinnliche Weihnachtsmusik. Karten gibt es bei den Stadtinformationen auf dem Marktplatz und im Solepark. Gleich zu Beginn des neuen Jahres können sich Freundinnen und Freunde sakraler Klänge auf den Besuch der Maxim Kowalew Don Kosaken in Schönebeck freuen. An dem Abend wird der Chor russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Karten für die Veranstaltung am 10. Januar um 19 Uhr sind ab sofort in den Stadtinformationen der Stadt Schönebeck sowie telefonisch unter 03928 70 55 55 erhältlich. Weihnachten ist zum einen natürlich die besinnliche Zeit mit der Familie, aber auch das Geschenke kaufen. Viel Stress gehört dazu. Und wenn Sie diesem ganzen Stress entfliehen möchten oder nach der Weihnachtszeit eine kleine Entspannung brauchen, haben wir mit Schuhreisen GmbH vielleicht den einen oder anderen Geheimtipp. Starten Sie in Warnemünde zu einer einzigartigen Reise in die Fjordlandschaft Norwegens. Wie ein sanfter Riese streckt sich der Geirangerfjord in die märchenhafte Bergwelt, bevor er in den Eidfjord übergeht, an dessen Ende das kleine Städtchen Ulvik auf Sie wartet. Der perfekte Ausgangspunkt für unvergessliche Ausflüge in die spektakuläre Natur. Vom atemberaubenden Adlerweg und vom Aussichtsberg Dalsnibar eröffnen sich Ihnen überwältigende Panoramablicke. Erleben Sie die schönsten Fjorde Norwegens innerhalb von 8 Tagen für nur 1.800 Euro. Jetzt gibt's noch das Wetter, die Aussichten für Samstag bis Montag für Sie zusammengefasst. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wer sich heute Morgen dick eingepackt hat, wurde wahrscheinlich ziemlich überrascht, als er die Tür aufgemacht hat. Denn bereits in den Morgenstunden begrüßten uns am Freitag milde 11 Grad. Auch in den kommenden Tagen hält sich das Wetter und damit begrüßen wir Sie recht herzlich zur Wettervorschau. Bedeckt, aber teils sonnig,
Das sind die Aussichten für Samstag. Teilweise muss mit starken Windböen gerechnet werden und auch der eine oder andere Schauer ist zu erwarten. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 8 Grad. Ein bewölkter Himmel begrüßt uns auch am Sonntag. Hier starten wir mit 6 Grad in den Tag. Bei einem Niederschlagsrisiko von 90% bleiben wir auch am letzten Tag des Wochenendes nicht von Regen verschont. Bei vereinzeltem Sonnenschein erwarten wir maximal 8 Grad. Der Start in die neue Woche wird trocken, aber kühler. 4 Grad am Montagmorgen, dazu ein bewölkter Himmel. Viel weiter steigt das Thermometer nicht nach oben. Bei 5 Grad ist am Montag Schluss. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen ein entspanntes Wochenende und einen schönen zweiten Advent. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Und damit endet auch das Regionalmagazin für Freitag, den 7. Dezember. Ihnen noch ein schönes Wochenende, einen besinnlichen zweiten Advent. Noch die Informationen heute und Samstagabend jeweils ab 22 Uhr, unser Musikmagazin Alphabeats. Wir sehen uns dann am Montag, wenn Sie möchten, um 18 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihre Tina Bonas.